Mein Name ist Klaus, bin 62 Jahre alt, bin vierfacher Opa. Ich bin die Heike und ich bin 52 Jahre alt und bin die Ehefrau von Klaus. Ja, die ersten Symptome waren, ich hatte Bluthusten zuerst gehabt, dann fingen die im ganzen Körper die Gliederschmerzen an. Die Beine sind angeschwollen, Petechien kamen und nach 3 Wochen bin ich zum Hausarzt gegangen. Der hat das Blut untersucht. Da waren die Leberwerte, die komplett auf dem Kopf gestanden haben. Da sagt er zu mir, bist du Alkoholiker? Und da habe ich gesagt, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Und dann kam ich nach 3 Jahren zum HNO-Arzt, der hat mir hier in den Rachenbereich reingeschaut und da sagt er, du musst sofort ins Krankenhaus, das sieht nicht gut aus. Und da kam er und da bin ich ins Mutterhaus eingeliefert worden mit der Diagnose Lungenkrebs. Und da kam der Oberarzt ans Bett und da hat er gesagt, ich kann mit Ihnen auch nichts anfangen, die Medikamente wirken nicht. Sie haben da etwas in der Lunge, das sieht gar nicht gut aus. Aber gleichzeitig haben die Nieren angefangen zu versagen. Und da haben die mich ins Brüderkrankenhaus verlegt. Und da kam die Diagnose innerhalb von 1 Stunde. Das war die GPA. Ihre Arbeit können Sie vergessen. Können die Rente beantragen. Das war mit 50. Ich konnte mit der Diagnose überhaupt nichts anfangen. Ich habe nur die Oberärztin angeschaut. Was ist das denn? Ja, das ist eine Entzündung der Blutgefäße. Und sie haben Granulome in der Luftröhre und Rundherde in der Lunge. Dann fing am gleichen Abend kam ich sofort auf die Dialyse. Die haben mir einen Scheltenkatheter gesetzt und fingen direkt mit der Plasmapherese an. Also die Zeit vor 2008 war schon sehr schwer für uns, weil Klaus war immer krank, wurde immer mehr krank und wir wussten ja nicht, was los ist. Ja, wir sind von einem Doktor zum anderen gelaufen. Er kam auf die Intensivstation. Er hatte Masken auf, Beatmungsmasken. Man sagte ihm, er müsste auch schlafen, aber er konnte nicht schlafen vor lauter Aufregung, weil er sich zu viele Gedanken gemacht hat, familiär und finanziell. Paar in dem Moment auch alles zusammen bei uns. Er hat sich also Gedanken gemacht, wie kann ich meine Arbeit fortsetzen. Er war selbstständig und er hat sich nur Gedanken um zu Hause gemacht und hat sich natürlich auch gefragt, mit 50 Jahren so schwer zu erkranken, warum, wieso, wo kommt das her? Ja, dann kam er auf die Dialyse und wie habe ich das empfunden? Es war ganz schrecklich für mich, weil ich wusste ja selber nicht, was auf uns zukommt. Verliere ich den Klaus jetzt oder nicht? Ja, am Anfang habe ich zuerst mal eine Chemo bekommen. 3 Wochen lang. Und ich hatte Schmerzen. Ich hatte Schmerzen überall. Ich habe zum Professor gesagt, das kann doch nicht sein. Ich bekomme die Chemo, trotzdem habe ich Schmerzen. Ja, das kann nicht sein, Sie können keine Schmerzen haben. Sie haben so viel Cortison im Körper. Cortison ist ja entzündungshemmend. So, und das Cortison habe ich 11 Jahre genommen. 11 Jahre genommen und jetzt hat man beim letzten MRT festgestellt, dass hinterm Brustbein alles verfettet ist. Durch das Cortison. Überhaupt, ich war ja ein Energiebündel und da hat mir die Erkrankung eigentlich gezeigt, wie weit ich noch gehen kann. Und das waren 5 Meter und da war Feierabend. Ich habe gedacht, ich könnte noch Treppen laufen. Nichts mehr. Also die Lebensqualität ist auch sehr, sehr eingeschränkt. Klaus ist früher viel spazieren gegangen oder gewandert, konnte er leider auch alles nicht mehr machen. Heute läuft er auf Krücken, der Weg ist langsam, wenn man also irgendwo hin möchte.
müssen wir langsam gehen. Wir haben dann 2011 unseren Verein gegründet, Vaskulitis e.V., worauf ich sehr stolz bin, dass der Klaus das macht. Mit viel Engagement, mit viel Lob von allen Seiten. Und hoffe, dass er dann auch wirklich weiterhin so gut wie möglich fit ist, um das halt eben weiterzumachen. Aber oft passiert es auch, dass wir irgendwo zusagen und müssen im letzten Moment absagen, weil dann durch die Krankheit bedingt es dem Klaus nicht so gut geht. Typischer Alltag hat bei mir die letzten Monate ausgesehen. Ich muss 26 Medikamente täglich nehmen. Und typischer Alltag, sie geht morgens aus dem Haus. Ich werfe mich unter die Dusche, so gut wie es geht. Mit Hilfe der Krücken, Gehhilfen. Und manchmal muss ich auch die Treppe hochklettern, weil es einfach nicht geht. Und dann hänge ich da und denke mich, ja, wie soll das weitergehen? Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn die GPA mich von innen auffrisst. Es gibt aber auch Tage, da ist der Klaus sehr launig. Also wir als Angehörige haben es also nicht so leicht, wie es manchmal aussieht. Wir müssen die Launen ertragen von unseren Partnern. Und das ist manchmal dann auch nicht so einfach, denn es gibt Phasen, durch die Schmerzen, die sie haben, machen sie andere Leute verantwortlich. Mich ärgert das, dass ich körperlich das nicht mehr machen kann, was ich früher mit einer Hand gemacht habe. So. Zum Beispiel, wenn sie da weg ist, ich räume die Bude auf, tu putzen, tu spülen. Auf allen Vieren. Meine Ratschläge für neue Patienten bzw. neue Betroffene, dass sie vor allen Dingen mal sich mit ihrer Erkrankung auseinandersetzen müssen. Sie müssen ihre Erkrankung akzeptieren. Die meisten machen das nicht. Die wollen gar nichts damit zu tun haben. Also wie gesagt, es ist ein Auf und Ab. Und ich empfehle den Angehörigen, sie müssen viel, viel, viel Geduld und Kraft aufbringen. Ja, vor allen Dingen auch Verständnis, ne? Ja. Was sich aber auf gegenseitig beruht. Danke. Dieses Verständnis.